Jetzt zeige ich dir nicht nur, wie du es hinbekommen wirst, für dein E-Book und auch für dein Taschenbuch bis zu 10 Kategorien hinzuzufügen, sondern ich werde dir auch verraten, wie du das so schlau hinbekommst, dass du ein Bestseller-Abzeichen bekommst und dadurch auch nochmal um einiges mehr an Exemplaren verkaufst. Kommen wir erstmal kurz auf das Bestseller-Abzeichen zu sprechen und auch darauf, wie man das Ganze bekommen kann. Ich bin jetzt einfach mal hier im Kindle-Shop. Ich klicke jetzt einfach mal hier auf E-Books, klicke mich so ein bisschen durch, klicke mal zum Beispiel auf Ratgeber, hier die Kategorie, klicke hier mal auf das erste, was aufpoppt. Da bin ich mir ziemlich sicher, genau das hier ein Bestseller-Abzeichen ist. Und man kann sehen, dieses Bestseller mit der ersten Platzierung ist in der Kategorie Frauenkörper drin. Ich klicke jetzt mal entweder hier oben auf Frauenkörper oder scroll einmal runter und klicke dann hier auf Frauenkörper. Da werde ich korrekt weitergeleitet und man kann hier den Pfad sehen. Kindle Shop, E-Books, Ratgeber, Gesundheit, Medizin, Frauen und dann Körper. Also hier ist das Ganze einmal drin. Ich klicke da nochmal drauf. Und um jetzt zu schauen, ob es sich lohnt, dein E-Book auch in diese Kategorie zu stecken, schauen wir uns zwei Dinge an. Erstens gucken wir, passt das denn überhaupt vom Thema her? Ich empfehle dir also wirklich, die ersten 8 Kategorien, die du wählst, so zu wählen oder 7 bis 8 Kategorien so zu wählen, dass sie auch wirklich thematisch so gut wie es geht zu dem Inhalt deines Buches passen. Also ja, wenn du hier ein Buch über Ernährung oder über Frauenkörper, wie sie irgendwie die Körper verändern können, wenn du sowas hier machst, dann würde es thematisch erstmal gut dazu passen. Dann als zweites schaust du, wie sind denn hier die Verkaufszahlen? Du siehst 13, also Platz 13 im Kindle Shop. Deshalb ist das jetzt hier vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel oder nichts, das man gerade als Anfänger hinbekommt. Aber ich klicke mich mal ein bisschen durch. Gesundheit und Medizin, keine Ahnung, Anti-Aging. Klicke jetzt mal hier auf den Titel und sehe, dass das hier auch natürlich ein Bestseller-Abzeichen hat. Und sehe, es sind hier der Verkaufsrang ist 2214. Und jetzt in der Praxis würde das so aussehen, wenn dein E-Book ein besseres Ranking hat als das E-Book hier in dieser Nische oder in der Kategorie Anti-Aging, dann befördert dich das auch automatisch auf den ersten Platz und dadurch erhältst du auch solch ein Abzeichen hier. Und den Nutzen, den du aus solch einem Abzeichen ziehst, ist ganz simpel, hast du bestimmt auch schon selbst erlebt. Du suchst irgendwas auf Amazon, egal welches Produkt, muss jetzt nicht mal ein Buch sein, würdest dir das kaufen, vergleichst dann mit der Konkurrenz, okay, irgendwie der Titel hat so und so viel Rezension, der andere Titel hat so und so viel Rezension. Und dann siehst du, dass ein Titel auch so ein Bestseller-Abzeichen hat. Auf die Art und Weise kannst du dein Produkt dann so darstellen, dass es zu einem No-Brainer wird. Da ist dann auch wirklich egal, ob du ein bisschen weniger Rezension hast als die Konkurrenz oder genauso viel oder mehr. Wenn das Ganze noch mit so einem Bestseller-Abzeichen geparkt ist, dann erhöht das natürlich die sogenannte Konversionsrate nochmal um einiges. Ja, die Konversationsrate ist dann die Rate von, ja, 100 Personen geben zum Beispiel einen bestimmten Suchbegriff ein. Und ein bestimmter Prozentsatz sieht dann als Impression dein E-Book oder dein Buch dementsprechend. Eine bestimmte Prozentanzahl klickt dann hier auf die Verkaufsseite und eine bestimmte Prozentanzahl kauft am Ende auch das E-Book oder das Buch. Das ist dann diese sogenannte Konversionsrate, dass zum Beispiel von 100 Leuten am Ende auch einer oder 10 oder 50 das Ganze auch kaufen. Und hierbei hilft dir das Bestsellerzeichen natürlich enorm. Und um mal andere Zahlen hier auch zu nennen, gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt nicht 2214 der BSR, sondern der wäre 30.000 und dein E-Book hätte ein BSR von, sagen wir mal, keine Ahnung, 28.000. Dementsprechend würdest du dich also deutlich besser verkaufen als hier dieses E-Book und wenn du dann eben in diese Kategorie reingehst, dann erhältst du auch das Bestseller-Abzeichen. Und eine andere Form der Abzeichen ist auch der sogenannte Amazon-Chart. Oder die Amazon Charts, das sind immer so, ich glaube 20, muss mal draufklicken, die Top 20 meistgelesenen und meistverkauften Bücher der Woche. Und dasselbe gilt dann auch für E-Books. Und ich dachte ja immer, als Self-Publisher kommt man hier nicht so leicht rein in solch eine Liste. Aber falsch gedacht, ich sehe hier, dass dieser Self-Publisher es doch tatsächlich geschafft hat, hier dieser William Lakefield, was für mich sehr stark nach einem Pseudonym aussieht, hier auch in so eine Amazon Charts Liste reinzukommen. Und dementsprechend wird dieser Bestseller-Badge oder dieses Bestseller-Ab-
Abzeichen dann auch nicht mehr angezeigt, sondern halt hier Amazon Charts. Und ich finde, er hat es auch verdient, weil das E-Book ist gerade auf dem Platz von 336. Das Taschenbuch ist, glaube ich, sogar noch besser unterwegs. Ja, 144. Heißt, ich bin irgendwie der letzte Mensch, der euch sagen will, dass ihr nicht auch hier in die Amazon Charts reinkommen könnt. Nur ist es relativ schwerer, hier reinzukommen, als halt eben so ein Bestseller-Abzeichen zu bekommen. Und wie man das jetzt am besten und schlauesten regelt, zeige ich einmal kurz. Fürs E-Book scrollt einfach mal auf irgendein E-Book, völlig egal. Scrollt hier in eine Kategorie, um halt wieder in diesen Bereich zu kommen. Dann gehst du auf E-Books und klickst dich erstmal in die Bereiche durch, die inhaltlich auch zu deinem Buch passen. Als Beispiel jetzt also Ratgeber. Und dann klickst du dich, wenn du es richtig schlau machen willst und das Thema ernst nimmst, klickst du dich komplett einmal hier durch und schaust dir immer das Bestseller-Ranking deiner Konkurrenten an. Als Beispiel gehe ich jetzt also auf Einkaufsführer und gehe dann hier auf Alternative und weitere Einkaufsführer und sehe, gut, der Pfad endet hier, es geht nicht noch weiter runter. Klicke ich hier mal auf den Erstplatzierten, gucke, hat er ein Bestseller-Abzeichen bekommen, ja oder nein? Wenn nicht, ja, dann könnte es einfach auch sein, dass vielleicht gerade ein Update passiert ist und der zweite und dritte Rang das Abzeichen bekommen hat, hier auch nicht und hier auch nicht. Dann ist es so, jetzt werden wir mal runterscrollen, wir sehen werden, dass hier nur 25 Plätze drin. Und um ein Bestseller-Abzeichen zu bekommen, braucht es zwei Anforderungen. Und zwar erstens, du musst natürlich auf der ersten Stelle sein. Aber, was viele nicht wissen, hier müssen auch mindestens 100 Titel drin sein. Ja, ich müsste mich also eigentlich, so wie es glaube ich hier der Fall ist, nee, hier ist auch nicht der Fall, Moment. So. Wie es hier der Fall ist, müsste ich mich beim Runterscrollen eigentlich dabei ertappen, wie ich auf die nächste Seite klicken kann. Und wenn ich dann wieder runterscrolle, dann sehe ich, dass hier auch wirklich mindestens 100 Produkte drin sind. Ja, da sind wahrscheinlich deutlich mehr drin, nur sieht man halt immer nur 100 Stück. Und das ist wirklich die Mindestanforderung. Also wenn du dich in einer Kategorie einschreiben willst, die gerade mal 83 Titel hat, dann macht das keinen Sinn, weil du nicht das begehrte Bestseller-Abzeichen bekommst. Ja, und das ist ja, was wir hier irgendwie damit auch erreichen wollen. Und dementsprechend klickst du dich wirklich bei absolut allen Kategorien und Unterkategorien und Unterkategorien durch, was die E-Book-Version angeht. Und natürlich klickst du hier auch nochmal auf Bücher. Dafür gebe ich hier nochmal Muskelaufbau ein. Wähle einfach mal irgendein Buch aus. Hier ist gleich eins beim Bestseller. Klick entweder halt hier oben oder hier unten auf eine Kategorie, dann bin ich hier auch wieder in dieser Kategorienliste drinne. Damit du das halt nicht immer machen musst, empfehle ich dir, hier das Ganze hier, die ganzen Tabs hier einmal zu speichern. Und dann gehst du das auch halt eben hier einmal komplett durch und schaust, in welcher Kategorie kannst du es hinbekommen, mit deinem Titel einen besseren BSR zu haben als der Erstplatzierte und vor allen Dingen sind denn da auch 100 Titel drinne. Und dieses Verfahren, um das Bestseller-Abzeichen zu bekommen, da musst du wirklich nur 2 bis maximal 3 Kategorien für finden. Denn diese Kategorien werden in den meisten Fällen leider nicht zu deinem Buchthema passen. Und was so die ersten 7 bis 8 Kategorien angeht, da wähl wirklich nur die aus, die auch relevant zu deinem Buchthema sind. Und dann suchst du die letzten 2 bis 3 nochmal zusammen, so dass es am Ende wirklich 10 sind. Und wenn du da eine passende Liste zu erstellt hast, die kannst du einfach in ein Word-Dokument natürlich reinschreiben, diesen ganzen Pfad einmal kopieren. Also ich mache das nochmal so beispielhaft. Du brauchst dann also folgenden Pfad. Und dann empfehle ich dir, du markierst das Ganze einfach mal, fügst das erstmal in irgendeine Leiste ein, die du hast. Ja, je nachdem, was für ein Internetbrowser du benutzt, hast du vielleicht auch hier oben oder woanders so eine Leiste drin. Ich kopiere das deshalb hier rein, weil wenn ich das jetzt nicht machen würde und das dann hier einfüge, würde das so aussehen. Ja, das können wir nicht unbedingt gebrauchen. Deswegen lösche das nochmal. Füge hier das Kopierte rein. Und dann sehe ich, in dieser Kategorie gibt es dann nochmal Unterkategorien. Deswegen klicke ich mich da nochmal ein bisschen durch. So, kopiere das auch nochmal. Füge das dann nochmal hier oben in eine leere Leiste ein. Dann erst hier ins Dokument. Und dann mache ich Folgendes. Und zwar mache ich hier so welche Häkchen raus, beziehungsweise so welche Pfeile, dass es wirklich genau den gleichen Pfad hat, wie man es normalerweise auch findet. Das wird dann auch später dem Support-Mitarbeiter, dem du das Ganze schreibst, die Suche deutlich vereinfachen. Wenn du es nicht in einem Word-Dokument machen willst,
kannst du es auch sofort in das Support-Mail machen. Das Erste, was wir machen, um die passenden Kategorien zu finden, ist erstmal zu schauen, ja, welche Kategorien bist du denn schon drin mit deinem E-Book und deinem Taschenbuch. Deswegen kopiere ich einmal die ASIN des E-Books. Ich habe jetzt einfach mal hier irgendeine rausgenommen. Gehe einmal auf Amazon, bleib dann hier auch einmal im Kindle-Shop drin mit der Kategorie, füge die ASIN einmal ein. Und dann kann ich hier links ganz einfach sehen, in welchen Kategorien ich schon drin bin. Die schreibe ich mir auch irgendwo auf oder merke sie mir. In deinem Fall sollten es eigentlich nur 2 bis 3 Kategorien sein, in denen du dann drin bist, weil wir bei der Veröffentlichung ja darauf geachtet haben, dass du einmal nicht klassifizierbar auswählst und einmal mindestens eine Kategorie noch hinzufügst. In dem Fall sollten es eigentlich 1 bis maximal 3 Kategorien sein, in denen du schon drin bist. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Buch später, wenn du das dann machst. Klickst du hier auf Bücher, wählst dann hier die ASIN für das Buch aus, beziehungsweise so, fügst das Ganze dann hier ein, ja, mit dem Tab Bücher, klickst da drauf und dann kannst du hier auch sehen, in welchen Kategorien du schon drinnen bist. Die dann bitte auch einmal irgendwo merken, irgendwo aufschreiben. Entweder gehst du in dein KDP-Dashboard rein oder aber du gehst in dein Auto-Central-Dashboard rein. Hier ist es dementsprechend, du klickst auf Hilfe, Spiel kennst du ja schon, kontaktieren sie uns, Thema auswählen ist dann meine Bücher, hier dann Namen, E-Mail und das, was wir gleich schreiben werden. Um mir das Ganze zu vereinfachen, wähle ich meist immer das Ganze über den KDP-Bereich, klicke also auf Hilfe, klicke ich hier unten auf Kontakt, dann auf Amazon Produkt und erweiterter Vertrieb und auf Amazon Kategorien aktualisieren. Im ersten Schritt haben wir gelernt, dass wir wahrscheinlich 2 bis 3 Kategorien haben. Heißt, wir können da nochmal bis zu 7 Kategorien hinzufügen, damit wir auf 10 kommen, vielleicht auch 8, je nachdem. Falls du Kategorien entfernen willst, kannst du das dann hier natürlich auch reinschreiben. Und da fügen wir halt eben den Pfad rein, den wir gefunden haben, oder die Pfade, die wir gefunden haben. Ich übernehme jetzt nochmal hier den ein, den ich im Word gespeichert habe. Das würde also so aussehen. Ja, bitte, dass es immer so aussieht, von Kindle Shop, dann E-Books und dann halt eben die Kategorien. Wirklich bis in den kleinsten Pfad rein. Achte darauf, dass du es also korrekt machst. Also der Pfad hier mit dem Tab Ernährung wäre zum Beispiel falsch. Da kannst du nicht unbedingt rein, oder es wäre nicht unbedingt schlau, da reinzugehen, sondern du würdest da wirklich tiefer in die Kategorie reingehen und da dann auch den tiefsten Pfad wählen. Wenn du damit dann einmal komplett fertig bist, also was die E-Book-Version angeht, kannst du das Ganze auch gerne dann mit dem Taschenbuch machen. Ja, da einfach hier dann die Taschenbuch-ASIN einfügen. Da musst du nicht extra 2 E-Mails schreiben, sondern kannst das Ganze in einem Support-Ticket klären. Und hier natürlich auch nochmal extra die Kategorien auswählen. Die werden nämlich nicht so aussehen, sondern auch nochmal anders. Und was E-Books angeht, nochmal zum Schluss. Diese kannst du nicht nur in E-Book-Kategorien einfügen lassen, sondern halt eben auch in Buchkategorien. Warum das jetzt unbedingt funktioniert, den Sinn habe ich auch nicht so wirklich ganz verstanden. Aber du kannst tatsächlich halt auch hier in den Bücherkategorien mit auftauchen. Was das Taschenbuch angeht, das Taschenbuch kann wirklich nur in Buchkategorien rein. Das kann nicht in E-Book-Kategorien rein. Auf diese Art und Weise schaust du bitte, was am besten passt. Und ja, das dauert auch mal gerne irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde oder vielleicht auch 2. Aber desto mehr Mühe du dir hier bei den Kategorien gibst, desto eher die Wahrscheinlichkeit auch, dass du wirklich erfolgreich mit deinen Büchern wirst. Weil ich sehe es leider immer noch viel zu oft, wie einfach haufenweise Potenzial verschwendet wird, weil irgendwelche Bücher da vielleicht vor Monaten oder Jahren veröffentlicht wurden und die Kategorien nicht wirklich angepasst worden sind. Meiner Meinung nach lässt man da wirklich eine Menge Geld auf dem Tisch liegen und das wollen wir nicht. Und zu guter Letzt, solltest du vom Support-Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin eine Antwort zugeschickt bekommen per E-Mail, wo drinnen steht, dass für das Taschenbuch oder E-Book bestimmte Kategorien leider nicht hinzugefügt werden konnten, dann nutzt du hier den übertriebenen Cheat und fügst hier nochmal die fehlenden Kategorien nochmal ein über den Auto Central Support. Und du musst verstehen, das sind hier 2 verschiedene Departments, also 2 verschiedene Bereiche, wo die Leute einfach sitzen, also 2 verschiedene Abteilungen einfach. Deswegen merken die in der Regel auch nicht, wenn dir hier eine Absage erteilt wird, dass du es hier nochmal versuchst, und in der Regel
wird dann hier auch nochmal zugesagt werden. Sollte es beim zweiten Mal immer noch nicht klappen, versuch es noch ein drittes oder viertes Mal. Sollte da irgendwie in den Antworten immer wieder drinnen stehen, dass aus deinem Titel und Untertitel und vor allen Dingen aus der Beschreibung und aus dem Inhalt des Buches nicht ersichtlich ist, dass das passend zu der Kategorie ist, die du da einfügen willst, dann kannst du das Ganze auch dementsprechend sogar nochmal weiter optimieren, indem du hier auf E-Book-Details oder dementsprechend Taschenbuch-Details gehst und runter zu deiner Beschreibung und dann Keywords scrollst, kannst du hier in der Beschreibung auch zum Beispiel so etwas reinschreiben wie PS. Übrigens ist dieses Buch oder halt eben E-Book auch gut geeignet für alle, die im Bereich XYZ tätig sind. Und XYZ, da fügst du halt eben die Keywords ein, die in der Kategorie vorherrschen, wo du dann auch eindringen willst, wo du dich also reinschreiben lassen willst. Und wenn du hier die Beschreibung geändert hast und hier die Keywords speicherst und veröffentlichst du das Ganze bis zum allerletzten Tab hier nochmal neu, wartest dann, bis das Ganze auch veröffentlicht ist, da bekommst du nochmal eine E-Mail von Amazon, dass dein Taschenbuch oder E-Book mit den neuen Inhalten dann auch aktualisiert und live ist. Und dann versuchst du es halt, wenn es nötig ist, ein drittes oder viertes Mal nochmal über den Auto Central Support. Manchmal ist das auch so ein bisschen so eine Sache von Glück, muss ich ehrlich zugeben. Aber solange du hartnäckig da am Ball bleibst, sollte es in den meisten Fällen auch klappen. Ich hatte bis jetzt noch keine Situation erlebt, wo ich nicht auch meinen Willen bekommen habe. Und dann später, wenn du in der Kategorie drin bist, kannst du diesen mehr oder weniger richtig unnötigen Text auch nach ein paar Tagen dann halt wieder entfernen, die Keywords wieder richtig anpassen und dann veröffentlichst du das Ganze nochmal neu und nach ungefähr einem Tag ist das Ganze nicht nur richtig dargestellt, sondern du bist auch in der richtigen Kategorie und wenn du es richtig gemacht hast, dann bekommst du eben auch das begehrte Bestseller-Abzeichen, wodurch deine Verkaufszahlen nochmal um einiges mehr gesteigert werden.